Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr ja alle wisst, gibt es seit dem neuen Season 5 Update eine neue Waffenart. Das sind die exotischen Waffen. Im Game gibt es jetzt 5 Stück an der Zahl und diese sind natürlich an 5 verschiedenen Spots auffindbar. Die kann man sich durch diese, ja wie sagt man dazu, diese Händler kaufen mit Gold. Die kosten wirklich ziemlich viel Gold, ungefähr 1200 Gold und ja, das kann man natürlich nicht ganz so einfach zusammenfarmen. Ich habe jetzt, by the way, 1289 Gold. Könnt ihr mir jetzt eine so eine Waffe kaufen? Das werden wir jetzt in diesem Video auch mal tun. Ich werde mir jetzt die schallgedämpfte Pisti, die Schattentatpistole in Dirty Dogs mal zulegen. So. Nicht mehr vorrätig. Jetzt haben wir die. Oh, sieht schon optisch extrem geil aus, ne? Und vor allen Dingen besonders. Die kann man auch fallen lassen. Sieht wirklich extrem besonders aus. Und bei allen anderen Waffen, bei den 4 anderen, werden wir jetzt nur die Orte einfach sagen, wo die sind. Und ja, ich würde sagen, das machen wir auch direkt mal. In Pleasant Park oder in der Nähe Pleasant Park, ich glaube hier so ist das, gibt es die doppelläufige Pumpgun zu finden. Hier oben auf dieser Insel gibt es diese Boom Sniper, glaube ich. Diese, ja, Sniper, die, ich glaube, 10 Schaden macht, wenn man jemanden anschießt. Und nach ein paar Sekunden explodiert dann noch so eine Kugel, je nachdem. Und die macht dann, glaube ich, am Gegner nochmal 50 Schaden. Wie gesagt, die Pistole halten Dirty Dogs, ne? Und dann gibt es noch eine andere Sniper. Das ist die Sturmspeer-Sniper. Und diese gibt es hier unten in Hunter's Heaven. Genau. Und zu guter Letzt gibt es noch diese Nachthabicht, diese Revolver mit Zielfernrohr. Das ist diese Pisti, die gab es ja auch damals schon. Und genau. Diese ist hier unten in diesem kleinen Western-Dorf in der Wüste, genau. Oh nee. Bitte, bitte sag es nicht, dass ich sterbe. Ich will die Waffe wenigstens einmal. Oha, Digga, oha. Also Damage ist echt nicht irgendwie. Also der Damage war krass, aber irgendwie habe ich jetzt noch was anderes gesehen, was rot ist über dem Kopf. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade war. Es scheint aber auf alle Fälle auch was zu sein, was man nur bei dieser Waffe hier hat. Aber ihr habt es gesehen, der Damage, ne? Dieser 58er Headshot Damage. Das ist schon krass, ne? Auch generell auf Körper 29. So, hier ist der nächste Gegner. Ah, man sieht so ein kleines Ding. Das ist wie als, wie ist das mit den, wo die Mates immer sieht. Wisst ihr, was ich meine? Mit diesem roten Dings auf dem Kopf drauf. Und er wird sich auch freuen, wenn er mich jetzt killt mit der Waffe, ne? Ist halt übel geil, ne? Wenn man einfach, eine Runde zockt, einfach irgend so ein Gegner bringt die Waffe mit. Übel der Business einfach. Ich bin mal gespannt, wo ist er denn jetzt hin? Ich würde die Runde halt schon gerne, gewinnen, weil es ist eine teure Runde. Goldtechnisch gesehen. Komm bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Oh, das sieht nicht gut aus. Nein, ich hab die. Nein, 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 bitte nicht, meine schöne Waffe. Och Mann, oh, der wird sich jetzt. Ich gehe jetzt mal nicht raus. Da kann man Körper. Ja, ja. Ja, na, komm. Oder sieht er die nicht? Oh ja, ist schon, oder? Klar. Oh, der freut sich jetzt. Da denkt, oha. Oha, wo kommen die her? Hä? Der guckt erstmal. Da kann sein Chick einfach überhaupt nicht fassen, Digga. Erstmal Mini. Ah, ist zu geil irgendwie, weiß ich nicht. Fühlt sich extrem. Ist zwar ein bisschen schade, aber ich bin froh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinkriege, überhaupt irgendjemanden ein bisschen Damage hinzuzufügen. Habe ich schon gedacht, ich kaufe mir jetzt die Waffe und sterbe direkt. Das ist halt das Ding, du kannst halt auch nicht neu machen. Ne? Du hast wirklich nur einen Versuch. Das ist halt das Ding an der Thematik. Ich bin froh, dass es so geklappt hat. Leute, ich danke euch auch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. War mal ein cooler Test. Also Damage technisch nicht schlecht, muss ich sagen. Die anderen Waffen habe ich natürlich jetzt noch nicht getestet. Die ganzen Spots hatte ich gesagt, ne? Und hier ist ja das auch nochmal. Die Waffe macht echt nicht schlechten Damage, ne? Grüße gehen auf alle Fälle raus an hier Postrachzivik. Ja, dem Ehrenmann, dem lieben Aura hier. Der ja auch nochmal ein bisschen Gameplay liefert. Gucken noch ein bisschen zu, schießt er nochmal mit der Waffe. Also ist halt schon ein geiles Gefühl, ne? Wenn du als Gegner einfach dann die Waffe findest. Und einfach dann weißt, okay, du hast auch übel viel Gold gesprochen. Oh, schade, Digi. Im Endeffekt lassen sie liegen, weil sie im Sturm liegt, Digga. Ja, genau. Oh, wenn der wüsste, was der liegen gelassen hat, ne? Oha.
RIP an den Ornkercher. Na gut, wie gesagt, Leute, Abo, Like, Glocke würde mich auch sehr freuen auf dem Kanal. Genauso wie auf meinem Zweitkanal, Scharf-Kanal oder Real-Life-Kanal. Und wie gesagt, auch Abo, Like, Glocke auf dem Kanal von meinem Bruder Basti ist eine Sache, würden wir uns, wie gesagt, sehr freuen. Wenn es zu dem ganzen Thema Fragen gibt oder es irgendwie was gibt, was ich hätte noch mit ansprechen können, könnt ihr das genauso wie Verbesserungsvorschläge zu den Videos und Livestreams sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. In dem Sinne, bis zum nächsten Livestream oder Video. Euch einen wunderschönen Abend oder Tag. Macht's gut und ciao!